Es ist Donnerstag, der 25. Oktober 2012. Hier ist Radio Jungle dran mit der Sendung Macht und Menschenrechte. Mein Name ist Volker Reusing. Herzlichen guten Abend. Wir haben heute drei Themen in der Sendung. Als erstes geht es um das Institut für globale Friedensarbeit und die Kreisbürgerreise nach Israel. Beim zweiten Thema wird es gehen, ein Interview, die deutsche Übersetzung eines Interviews, Responsibility to Protect. Das habe ich damals geführt mit Dr. Luise Aber, ehemalige Hochkommissarin für Menschenrechte. Und dann wird es gehen um Griechenland. Wir haben in der Sendung die Macherin von dem Blog Hellas Frappé, wo es immer neueste Informationen zur griechischen Krise gibt. Nun zu unserem ersten Gast. Ich begrüße ganz herzlich Martin Wieniecki, den Koordinator des Instituts für globale Friedensarbeit. Guten Abend. Ja, am 2. November geht die diesjährige Grace-Pilgerreise los. Worum handelt es sich dabei? Also es wird verschiedene Pilgerschaften dieses Jahr geben, ausgehend von dem Gedanken der Grace-Pilgerschaften, die Sabine Lichtenfels, die Mitbegründerin von Tamera, initiiert hat. Sie ist 2005 zum ersten Mal aufgebrochen, damals durch die damals schon existierende Kriegsdrohung gegen den Iran. Und sie ist mit dem Gedanken losgelaufen, be the change you want to see in the world. Also, dass sie ihr Leben radikal verändern musste und in eine existenzielle Reise gehen musste, um in sich selbst die Drehung zu finden und ein Zeichen zu setzen gegen diesen Krieg. Und daraus heraus entstand eine ganze Bewegung von Pilgerschaften, die zweimal in Israel-Palästina stattgefunden haben, zweimal in Kolumbien und auch in Portugal und die immer mit dem Kerngedanken in die Welt gehen, Austritt aus dem System der Gewalt, Aufbau neuer Modelle für den Frieden. Also es geht um Anteilnahme an der Situation dieses Planeten und zu einer Position zu kommen, wo wir nicht mehr nur verurteilen, sondern sehen, was geschieht und aus diesem Blick heraus ganz stark für die Vision einzutreten einer gewaltfreien Zukunft, einer Welt, in der es keine Verlierer mehr gibt, weil wir das Leben wieder ins Zentrum stellen und sehen. Und in diesem Sinne geht es auch dieses Jahr bei der Pilgerschaft in Israel-Palästina um die Vision eines möglichen friedlichen Zusammenlebens zwischen Israelis und Palästinensern. Es gibt seit über 10 Jahren jetzt eine Gruppe von Israelis, Palästinensern und auch Internationalen, die teilweise auch in längere Zeit in Ausbildung hier in Tamera waren, die an der Vision eines Friedensforschungsdorfes im Nahen Osten arbeiten, als einem Modell, einem Samen für eine solche mögliche Friedenskultur im Nahen Osten. Und die Pilgerschaft ist ganz stark diesem Gedanken gewidmet, die Vision einer solchen internationalen Begegnungsstätte, eines Friedenszentrums im Nahen Osten zu sehen und zu verstärken. Und so wird es eben beginnen im Norden Israels am See Genezareth, wird dann südlich führen entlang des Jordans durch verschiedene Orte in der Westbank, im Westjordanland und enden in der Nähe des Toten Meeres, wo eben auch ein möglicher Ort sein wird für die Gründung des Friedensforschungszentrums, was diesen Dezember geplant ist. Dieses Jahr soll das Friedensforschungszentrum gegründet werden. Das ist die mutige Absicht der Gruppe. Ja. Sie haben verschiedene Orte zur Auswahl und die Pilgerschaft soll diese Vision nochmal so stärken und auch Friedensarbeiter, sowohl Israelis als auch Palästinenser als auch Internationale zusammenführen mit dieser gemeinsamen Zielbildung. Ja, aber es gibt einen sehr großen Drang, auch angesichts der politischen, also der Dringlichkeit der Situation, der Kriegsdrohung,
die die Gruppe dazu bewegt, jetzt sehr bald anzufangen damit? Ich glaube, Tamera hat ja auch schon vor vielen Jahren begonnen, Israelis und Palästinenser nach Tamera, also Tamera, ins Institut für globale Friedensarbeit, befinden sie ja in Portugal, einzuladen, dass sie außerhalb ihrer heimischen möglicherweise Konfrontation aufeinander zugehen. Sind die Leute, die das jetzt gründen wollen, sind das auch Leute, die in Tamera zusammengekommen sind? Ja, also es sind Menschen, die teilweise schon vor 10 Jahren hier waren auf den ersten Friedenscamps, die wir gemacht haben. Es waren Menschen, die auf Pilgerschaften zu uns gekommen sind, und das stimmt tatsächlich. Also ein Schlüssel zu der Friedensarbeit, unserer Friedensarbeit im Nahen Osten, war, dass wir sozusagen wie eine Plattform geboten haben als ein Dritter, eine dritte Partei, eine neutrale Plattform, wo sich zum Beispiel hier in Tamera Israelis und Palästinenser treffen konnten, ohne direkt in den gewohnten Bildern von Feindschaft, also die normalen Reaktionsmuster, in denen aufeinander zuzugehen, und wo sie auf einmal sehen konnten, dass es in allen Menschen grundsätzlich dieselben oder ähnliche Fragen gibt, dass wir alle einem selben Ziel des Friedens folgen. Und auf dieser Grundlage ist eine sehr starke, auch menschliche Solidarität zwischen denen entstanden, die sie jetzt dazu bewegt, eben ein solches Friedenszentrum auch aufbauen zu wollen. Jetzt ganz aktuell scheint ja ein Teil der israelischen Politik, wie gebannt zu sein vor der Angst, dass der Iran möglicherweise ein aggressiver Staat werden könnte, wegen des iranischen Atomprogramms. Und fühlen sich israelische Politiker vielleicht ein wenig unter Druck, möglicherweise den Iran anzugreifen. Kann man da etwas bewegen, da ein Zeichen für den Frieden zu setzen? Also ich war sehr beeindruckt von der Kampagne, die im Frühling dieses Jahres begonnen hat, aus Israel kommt, diese Kampagne Israel Loves Iran, also wo ein israelischer Mann begonnen hat, sozusagen auf direkter menschlicher Ebene eine Kommunikation aufzubauen zwischen den Menschen in Israel und den Menschen im Iran. Und es war beeindruckend zu sehen, dass jenseits der Medienpropaganda, jenseits von säbelrasselnden Regierungen, auf einmal eine Solidaritätsbekundung entstanden ist zwischen diesen beiden Völkern. Und ich glaube, das ist eines der wichtigsten Dinge, dass wir Zeichen der Menschlichkeit setzen, der Verbindung zwischen den Feinden, wo wir aufstehen mit dem Ruf, wir weigern uns, Feinde zu sein. Also das ist jetzt das Allerwichtigste, dass die Menschen auch in Israel, als auch im Iran, aber auch in Europa, auch in Deutschland, dass wir nicht der Hypnose zum Opfer fallen, die jedem Krieg vorausgeht. Also jeder Krieg beginnt mit einer Lüge, mit einer Hypnose von Feindesbildern. Und wir müssen schon wach sein, weil die Gefahr eines und auch die Folgen eines Krieges zwischen Israel und Iran sind einfach sehr, sehr schlimm. Also so schlimm, dass es einfach nicht geschehen darf. Und die Pilgerschaft ist in dem Sinne auch ein Beitrag zu dieser Art von Parteinahme, für diese menschliche Stimme, die einfach sagt Nein zum Krieg. Kreis scheint mir von der Beschreibung her auch für Respekt zu stehen. Oder wie könnte man das übersetzen, was mit Grace gemeint ist ins Deutsche? Also Grace ist eine bestimmte innere ethische Position. Also das Wort Grace selber hat viele Übersetzungen. Also es hat zu tun mit Anteilnahme, mit Nichtverurteilung, auch mit Gnade. Und wir meinen damit eben eine Art von innerer Friedensethik,
die nicht mehr, wo man nicht mehr versucht, dem anderen seinen eigenen Standpunkt ideologisch aufzuerlegen, sondern wo wir wissen, Frieden entsteht dadurch, dass wir unsere vorgefertigten Bilder über die anderen, unsere Vorurteile, unsere Verurteilungen ablegen und sehen, dass wenn wir sozusagen zu voller Kooperation und zu vollem Kontakt bereit sind, dass das auch in dem vermeintlichen Gegner, im vermeintlichen Feind eine Tür öffnen kann hin zu einer Friedenslösung. Also auf den Pilgerschaften in Israel-Palästina, ich war selber dabei, 2007, war es immer wieder bewegend zu sehen, wie hinter den ideologischen Schutzpanzern, die sich Menschen aufgebaut haben, eben aus sehr schmerzlichen Erfahrungen kommend. Also wir waren in der Westbank, wo die, also palästinensische Bauern haben wir besucht. Wir waren bei israelischen Siedlern und es war immer wieder bewegend zu sehen, dass wenn man diesen Punkt, diesen menschlichen Punkt im Inneren trifft, wo die Sehnsucht in allen Menschen dieselbe ist und die ist im Kern eine Sehnsucht nach Frieden, eine Sehnsucht nach Vertrauen. Wenn man diesen Punkt berührt, dass es auf einmal eine Öffnung gibt und es gab nach dieser Pilgerschaft eine Frau, eine Israelin, eine Siedlerin, die seit 30 Jahren in dieser abgeschotteten Siedlung gelebt hat und die immer geglaubt hat, dass die Palästinenser sie umbringen würden, wenn sie ungeschützt eben ins palästinensische Nachbardorf gehen würde. Und durch diese Pilgerschaft hat sie eine Ermutigung erlebt, die Nachbarn zu besuchen. Und sie hat erlebt, dass sie eben nicht ermordet wird, sondern mit offenen Armen begrüßt wird. Und es war eine Entdeckung sondergleichen, die da geschehen ist. Und das meint Grace. Grace meint diese Öffnung der Menschlichkeit jenseits aller Mauern von Religion, von Nationen, eben all die Dinge, die wir uns aufgebaut haben, die immer wieder die Quelle sind für Krieg und Gewalt. Tamera ist mit der Ökologie, Tamera ist ja auch ein recht autarkes Ökodorf, wo das Institut für globale Friedensarbeit liegt, auch schon im portugiesischen Fernsehen gewesen. Wie sind Reaktionen in Israel und Palästina gewesen? Dort vielleicht Medien, Parteien, Verbände, haben die sichtbar Ideen aufgegriffen? Haben sie sich mitreißen lassen? Also ja, auf verschiedenen Ebenen. Also wir, ich meine, eben die Friedensarbeit in Israel-Palästina, die ist jetzt schon seit 10 Jahren im Gang. Und wir haben immer wieder verschiedene Impulse reingegeben. Also wir hatten jetzt als eine der letzten Dinge, vielleicht um das mal aufzugreifen, du hast eben erwähnt, die ökologische Arbeit von Tamera und eben den Einsatz, den wir hier gebracht haben für den Aufbau von Autarkie und eben auch unter anderem durch den Aufbau der sogenannten Wasserretentionslandschaften. Und das war eben zum Beispiel ein Gedanke, der richtig starken Anklang gefunden hat, starke Resonanz gefunden hat, sowohl auf israelischer als auch auf palästinensischer Seite. Also wo eben in dem Land, wo der Krieg eben auch so stark geführt wird, um das Thema Wasser herum und um das Thema Land herum. Natürlich ist in so einer Situation ist es natürlich klar, dass wenn man ökologische Lösungen hat, wo die Natur wieder fruchtbar gemacht werden kann, wo die Wüste begrünt werden kann, auch durch ein natürliches und dezentrales Wassermanagement, dass das auf viel Interesse stößt. Und wir hatten Anfang dieses Jahres im März auch ein Wassersymposium in Jericho, was eben stattgefunden hat wegen des großen Interesses der dortigen palästinensischen Gemeindeverwaltung, die eben auch konkret Interesse hatte, eine solche Wasserretentionslandschaft dort aufzubauen. Und so sind das alles vorbereitende Schritte jetzt, um auch dort Allianzen zu bilden, Kooperationen zu formen für den Aufbau eines solchen ersten Friedensforschungszentrums, Friedensforschungsdorfes. Tamera nennt sich ja auch selber ein Heilungsbiotop, also wahrscheinlich im Sinne eines Vorbilds, das andere
was andere sich ein Beispiel nehmen für Autarkie, für Ökologie, für Frieden, ist in dem Sinne auch der Global Grace Day zu verstehen. Am 9. November ist der, glaube ich. Ja, also der Global Grace Day hat zu tun eben mit einem, mit diesem, eben ähnlich wie das, wie der Gedanke des Heilungsbiotopes, mit dem, mit dieser Gesamtvision einer möglichen neuen, gewaltfreien und nachhaltigen Zukunftsgesellschaft. Also wir forschen eben in Portugal, in Tamera, an einem Experiment für eine neue Gesellschaft, wo wir eben in allen Bereichen des Lebens diese Drehung vollziehen von den alten Mustern einer Gesellschaft, die auf Angst beruht und auf Gewalt, hin zu einem neuen Muster der Kooperation und des Vertrauens. Und der Global Grace Day will eben weltweit Menschen miteinander verbinden, die auf diesem Weg sind, diesen Systemwechsel zu vollziehen im eigenen Leben und auch real durch den Aufbau von. Und wenn man jetzt in Deutschland den Global Grace Day unterstützen möchte oder sich bei den Aktionen anschließen möchte, was kann man da tun? Moment. Wenn man in Deutschland an dem Global Grace Day teilnehmen möchte, was kann man da tun? Wie kann man sich da anschließen? Ja, hier ist nochmal Volker Reusing. So ist das, selbst bei der besten Live-Sendung kann es passieren, dass mal ein Gespräch abbricht. Martin Wieniecki, der Koordinator vom Institut für internationale, für globale Friedensarbeit, ist leider im Moment offline. Wir versuchen, ihn wieder reinzuholen. Ansonsten werden wir die Informationen nachliefern zum Global Grace Day und wie man sich da engagieren kann. Also, soweit ich ihn bisher verstanden habe, ein globaler Tag, wo es darum geht, um den Frieden. Wer sich weiter informieren möchte über das Heilungsbiotop Ökodorf Tamera, findet das unter tamera.org und dort sind auch zahlreiche Informationen zum Institut für globale Friedensarbeit. Ja, ich möchte jetzt aber zum zweiten Teil der Sendung kommen. Am 8. Juni 2012 gab es in Berlin eine Veranstaltung, die war, dort hatten wir die Gelegenheit, zu reden mit Dr. Luise Aber. Sie ist ehemalige Hochkommissarin für Menschenrechte der Vereinten Nationen. Dort, vorher war sie Chefanklägerin der Internationalen Tribunale für Jugoslawien und Ruanda. Und heute ist sie Präsidentin der Denkfabrik International Crisis Group. Es war eine Veranstaltung, wo wir das Interview gemacht haben, wo es um die Responsibility to Protect ging. Okay, kleinen Moment. Martin Wieniecki ist wieder da. Ich kann meine Fragen noch stellen und danach kommen wir dann zu dem zweiten Teil. Ja, hallo. Martin Wieniecki ist wieder online. Vielen Dank. Danke. Okay, ja, das ist live. Okay, sorry. Und zwar, was ich noch gerne wissen möchte, am 9. November ist der Global Grace Day. Wie kann man sich da von Deutschland aus dran beteiligen? Also wir rufen weltweit Menschen auf, zu Aktionen rund um dieses Thema, Bewegung für eine freie Erde, Aufbau von neuen Modellen und Menschen können sich auf allen verschiedenen Ebenen beteiligen, wie sie das wollen. Also das kann eine einfache Meditation sein, die man macht. Es kann sein, dass man Freunde einlädt, um diese Gedanken vorzustellen. Es kann auch sein, dass, wie in Berlin zum Beispiel, werden sich Menschen zusammentun, werden eine Art von Marsch durch die Stadt machen. Wir werden
wollen Plakate in verschiedene Städte weltweit bringen. Man kann sich an dieser Posteraktion beteiligen. Also alles, was mit diesem Gedanken von Grace verbunden ist, das können auch Theateraktionen sein, sind Teil vom Global Grace Day, tragen Teil zu dieser Gesamtaktion für eine Zukunft ohne Krieg. Und das heißt, dafür gibt es, und es gibt eben auch einen Aufruf für diesen Tag, geschrieben von dem Tamera-Gründer Dieter Doom. Und alle Aktionen, das ist eben der gemeinsame Leitfaden, alle Aktionen sollen sich eben auf dieser Grundlage miteinander verbinden. Also alle Menschen, die teilnehmen wollen, sind eingeladen, diesen Text vorher zu lesen, zu studieren und eben auch mitzuverbreiten an diesem Tag. Das ist wieder eine gemeinsame geistige Orientierung hat für alles, was dann Menschen aus ihrer eigenen Kreativität heraus machen wollen. Und sich auch mit Tamera vernetzen. Mit Tamera und mit den ganzen Orten weltweit, die und den Initiativen und Menschen. Also Tamera steht ja nicht nur allein als ein Friedensmodell, sondern verbindet sich ja mit einem wachsenden Netzwerk, was wir den globalen Campus nennen, was eben besteht aus Initiativen, wie ich das erwähnt habe, in Israel-Palästina, aber auch in Lateinamerika, in Afrika, Indien. Es ist eine weltweite Bewegung. Ja, herzlichen Dank. Wer mehr wissen möchte über das Institut für globale Friedensarbeit, wer Kontakt aufnehmen möchte, schaut am besten bei tamera.org. Mhm. Okay. Ja, vielen Dank. Dann würde ich jetzt gerne zum zweiten Teil der Sendung kommen. Wie schon angesprochen, am 8.6. in Berlin war eine Veranstaltung, wo ich die Gelegenheit hatte, mit der ehemaligen UNO-Hochkommissarin Dr. Luise Aber ein Interview zu machen. Es ging dort um die schwierige Frage Responsibility to Protect. Die Frage, wie weit darf man in die Souveränität von Staaten eingreifen, um die schwersten Verbrechen, die es gibt, wie Völkermord, Verbrechen gegen die Menschlichkeit, Kriegsverbrechen, Angriffskrieg, um diese Dinge zu verhindern, in die Souveränität von Staaten eingreifen und darf das und unter welchen Umständen darf das auch militärisch passieren? Es war eine Veranstaltung, Bundestagsfraktion dort organisiert hat. Ich habe Frau Dr. Abert dort einige Fragen zur Responsibility to Protect gestellt, auch zum Verhältnis der Responsibility to Protect zur UNO-Charta und auch zu der Denkfabrik, deren Chefin sie heute selber ist. Und ja, das damalige Interview haben wir inzwischen ins Deutsche übersetzt und es ist als mit deutschem Ton unterlegt jetzt aufgenommen worden von unserem Kollegen Josch. Und ja, bitte um Start des Interviews. It is June the 8th of 2012. Hier ist unser Politikblog. My name is Es ist der 8. Juni 2012. Hier ist unser Politikblog. Mein Name ist Volker Reusing. Heute haben wir die Ehre, mit Dr. Luise Arbour zu sprechen, ehemalige Hochkommissarin für Menschenrechte der Vereinten Nationen und nun Präsidentin und Geschäftsführerin der International Crisis Group. Frau Arbour, die Schutzverantwortung, Responsibility to Protect, ist nicht in der UNO-Charta enthalten, sondern nur in einer Resolution der UNO-Vollversammlung mit 178 Textziffern. Und nur drei Textziffern enthalten die Schutzverantwortung. Warum ist diese so wichtig geworden im Vergleich mit der UNO-Charta selbst? Die UNO-Charta ist weiterhin das konstituierende Dokument der Vereinten Nationen. Aber ich denke, die Schutzverantwortung ist nicht oder wird nicht verstanden als ein Konzept primär der Vereinten Nationen. Der erste Teil der Schutzverantwortung bestätigt, dass die staatliche Souveränität tatsächlich eine Reihe von Verpflichtungen beinhaltet zum Schutz der eigenen Bevölkerung. Das ist der erste Teil der Schutzverantwortung. Es erinnert
erinnert daran, dass staatliche Souveränität nicht bloß ein Schild gegen auswärtige Kritik oder Intervention ist. Sie stellt eine Reihe von Verpflichtungen dar, welche der Staat hat. Diese sind, seine Bevölkerung zumindest zu schützen vor Völkermord, Kriegsverbrechen, Verbrechen gegen die Menschlichkeit und Massengrausamkeiten. Und sie gilt nur, wenn Staaten nicht in der Lage oder nicht bereit sind, jener Verantwortung nachzukommen, welche die Vereinten Nationen jetzt akzeptiert haben durch eine Resolution der Vollversammlung. Nur eine Steigerung und möglicherweise intervenieren. Und was ich nicht verstehe, ist zum Beispiel, in Libyen sind hunderte Zivilisten vom Regime getötet worden. Und in Ruanda sind Hunderttausende getötet worden. Und wenn ich diese Zahlen vergleiche, wie konnte die UNO jemals eine Intervention erlauben? Wenn ich diese Zahlen vergleiche, ist dann oder war die Situation in Libyen wirklich groß angelegt genug im Vergleich zu Ruanda? Nun, tatsächlich ist die Idee der Schutzverantwortung ja gerade entwickelt worden nach dem internationalen Versagen in Ruanda und in Srebrenica. Dies waren die zwei Ereignisse, unterschiedliche Ereignisse, aber die zwei Ereignisse der 90er Jahre, Mitte der 90er Jahre, welche zu der Tatsache führten, dass der damalige Generalsekretär Kofi Annan die Frage gestellt hat, wie können wir diese Dinge geschehen lassen? Haben wir die richtige Doktrin, die richtigen Gesetze und Normen, die richtigen Fähigkeiten? Und tatsächlich war es die Regierung von Kanada, welche eine internationale Kommission einberief, um sich das Konzept von staatlicher Souveränität und von Intervention anzuschauen. Und es kam in diesem Rahmen auf. Was in Libyen geschah und die Gespräche, die wir heute haben und was wir in Syrien zum Beispiel tun sollten, sind tatsächlich alles Themen, die erwachsen aus dem Bewusstsein heraus, welch ein katastrophales Versagen Ruanda und Srebrenica waren. Ich habe das Buch von Professor Dr. Michel Chossudowski, Wirtschaftsprofessor an der University of Ottawa, mit dem Namen The Globalization of Poverty and the New World Order gelesen. Und er sagt, dass Kreditauflagen des Internationalen Währungsfonds, zum Beispiel hinsichtlich des Finanzausgleichs zwischen dem Staat Jugoslawien und den Provinzen von Jugoslawien, zur Teilung beigetragen haben, zur Zerstörung des Staates Jugoslawien. Inwieweit ist dies aufgenommen worden in die Erörterungen des Tribunals zu Jugoslawien? Es ist nicht innerhalb seines Mandats, das ist die Antwort darauf. Der Internationale Strafgerichtshof für das frühere Jugoslawien, ebenso wie der für Ruanda, können innerhalb ihres Mandats handeln. Ihr Mandat kommt in jedem Fall vom Sicherheitsrat. Es gibt eine Satzung. Sie wurde durch eine Resolution des Sicherheitsrates verabschiedet. Und er bekommt ausschließlich die Autorität, die schwersten Verbrechen wie Kriegsverbrechen, Völkermord und Verbrechen gegen die Menschlichkeit zu verfolgen. So wie sich die Doktrin oder das Recht zu diesen Konzepten entwickelt hat, ist es nicht allumfassend und es umfasst, soweit ich weiß, diese schlimmen Spaltungen nicht. Ich habe das nicht gesagt. Es steht außer Frage, dass Armut, extreme Armut, Ungleichheit zwischen Staaten und innerhalb von Staaten sehr schwerwiegende Themen sind. Und tatsächlich sterben wahrscheinlich mehr Menschen als Ergebnis dieser Faktoren wie ökonomische Entbehrungen und so weiter, als sie sterben an von Völkermord überschatteten Wahlen oder an Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Die Schutzverantwortung ist also eine Doktrin, welche einen sehr kleinen, aber wichtigen Unterbereich des Schutzes des Lebens angeht. Es ist nicht der einzige. For example, if I look at the Rome Statute of the International Criminal Court in Wenn ich mir zum Beispiel das römische Statut des Internationalen Strafgerichtshofs ansehe, dann kann Völkermord auch begründet werden, wenn einer Bevölkerung Lebensbedingungen aufgelegt werden, welche zur Zerstörung dieser Bevölkerung führen. Auch dies kann Völkermord sein. Und wenn ich mir anschaue, wie viele Menschen an Hunger sterben, zum Beispiel in Indien, warum gibt
es dann keine Resolution gegen Indien, um den Hunger zu stoppen? Ja, there have been lots of different propositions about how to. Es hat viele verschiedene Vorschläge gegeben, wie man das Recht zum Völkermord verwendet. Aber noch einmal, diese Normen müssen möglicherweise erweitert werden. Es wird diskutiert über kulturellen Völkermord, die Zerstörung der Identität eines Volkes, wirtschaftlichen Völkermord, der Herbeiführung von Bedingungen in der Absicht zur Zerstörung. Sie müssen aber anerkennen, dass ein Vorsatz vorliegen muss zur Zerstörung einer Bevölkerung auf einer ethnischen, religiösen oder rassischen Grundlage. So wie sich das Recht zum Völkermord entwickelt hat seit 1948, können Sie anerkennen, dass zwischen 1948 und der Schaffung der Tribunale zum früheren Jugoslawien und zu Ruanda es niemals wirklich angewandt worden ist. Daher haben wir keine große Menge an Rechtsprechung, keine große Menge an Doktrin, um zu sehen, wie breit es verwendet werden kann, um zur Verantwortung zu ziehen. Aber wie es gegenwärtig steht, sieht es so aus, wie ich denke, nach einem sehr vorsätzlichen Zielen auf Menschen zum Zwecke ihrer Eliminierung und nach dem vorsätzlichen Versuch, Menschen zu eliminieren auf einer ethnischen, religiösen oder rassischen Grundlage, einschließlich zum Beispiel des vorsätzlichen Versuchs, sie verhungern zu lassen oder sie zu vergiften. Daher wird sich das Recht vielleicht entwickeln. So wie es gegenwärtig beginnt, ist es jedoch ziemlich eng gefasst. Can I just ask you one question about the International Crisis Group? Kann ich Ihnen eine Frage zur International Crisis Group stellen? In der International Crisis Group arbeiten viele frühere Vertreter der UNO, bereits hochrangige frühere Vertreter der UNO, aber auch Vertreter von möglicherweise eher militaristischen Denkfabriken wie George Soros oder Joschka Fischer, die zum European Council on Foreign Relations gehören. Und daher denke ich, muss ich die Frage stellen, wie kann man verhindern, dass die International Crisis Group ein Instrument wird und dadurch die Schutzverantwortung zu einem Instrument wird zur Umgehung des Angriffskriegsverbotes. Alles, was ich dazu sagen kann, ist, was Sie tun sollten, ist, unsere Berichte zu lesen. Wir veröffentlichen 80 bis 90 Berichte pro Jahr. Wir arbeiten an der Verhinderung bewaffneter Konflikte. Ich bin recht sicher, dass Sie in unseren Berichten sehr wenig Anzeichen für eine militaristische Einstellung finden werden. Ziemlich das Gegenteil. Wir sind sehr, sehr verpflichtend auf die Entwicklung vor Ort von jeglicher möglicher Methode für friedliche Streitbeilegung. Wir sind starke Befürworter diplomatischer Initiativen. Wir sind sehr kontrastreich, wir sind nicht doktrinalistisch, wir veröffentlichen nicht thematisch, wir veröffentlichen nicht auf Furcht basierend. So ist der Vorstand nicht. Wir haben einen sehr, sehr pluralistischen Vorstand mit einer Menge geografischer Unterschiede, mit einer Menge politischer Unterschiede, aber unsere Arbeit beginnt ausgehend von unseren Analysten. Sie beginnen mit dem, was wir vor Ort sehen, dem Verstehen der Geschichte, dem Verstehen der lokalen Akteure, dem Verstehen der Möglichkeiten und der Beschränkungen. Und dann setzen wir uns ein für das, wovon wir glauben, dass es der beste Weg zur friedlichen Lösung ist, da es sonst zu einem tödlichen Konflikt käme. Daher lesen Sie einfach unsere Arbeit und gelangen Sie zu einer informierten Einschätzung. Many thanks.
Hier ist wieder die Sendung Macht und Menschenrechte, Radio Jungle Drum. Wir kommen jetzt zum dritten Teil unserer Sendung. Es geht um Griechenland. Es geht um die menschenrechtliche und humanitäre Lage durch das Übermaß der Auflagen in Griechenland. Ich spreche gleich mit Marina Svanos. Frau Svanos betreibt den Blog Hellas Frappé. Und ich werde es jeweils vom Deutsch die Fragen erst auf Deutsch stellen, ins Englische übersetzen und auch die Antwort dann vom Englischen ins Deutsche übersetzen. Vielleicht etwas zusammengefasst. Guten Abend, Frau Svanos. Good evening, Frau Svanos. Good evening to Germany. Frau Svanos, die Troika hat Griechenland auferlegt, dass die Staatseinnahmen auf ein Sperrkonto fließen sollen, um vorrangig die auswärtigen Gläubiger zu bedienen. Was hat das für Folgen gehabt? Mrs. Banos, the Troika has made the condition on Greece that all tax revenues have to go onto a blocked account in order to primarily give the money to the creditors of Greece, which results, which effects this credit condition have. Okay, I'm very happy somebody asked someone from Greece this. The effects are very tragic. And this is because most of the Greek economy is built or was built on medium-sized to large businesses, most of what are small to medium, okay? And all these businesses now have either shut down and all the employees have lost their jobs, or all these people have laid off most of the staff, and they're really fighting to stay alive. And the biggest reason for this is because the banks are not giving out business loans to the people. And therefore, there is no liquidity of money on the market. So they cannot import primary goods for their companies to manufacture products, you understand? So this has forced many companies to pay up right away. And when you don't have money on the market, you can't do that. So they can't work on a credit, they want to work on a credit basis. This, of course, are the economic reasons. But there are many, many other reasons. And the repercussions of all of this has affected the Greek economy to such an extent that my guess is that it will take at least 10 years for Greece to get back on its feet again. You understand? Okay. Yes, explain. Ja, die Frau Spanders ist jetzt erst eingegangen auf die Kreditklemme gegenüber der griechischen Realwirtschaft. In Griechenland, die Realwirtschaft besteht vor allem aus kleinen und mittelständischen Unternehmen. Und die Banken sind sehr zögerlich, den Unternehmen Kredite zu geben. Es fehlt überall die Liquidität auf dem Markt. Die Unternehmen können, weil sie eben keine entsprechenden Kreditlinien haben, können eben nicht auf Kredit kaufen. Kleinen Moment. Ja, und auch wirklich primäre Güter für Griechenland, internationale Firmen, die nach Griechenland liefern, die wollen eben sofort bezahlt werden, weil sie eben Angst haben, dass ihre griechischen Geschäftspartner nicht zahlen können. Das heißt, es ist natürlich vor allem der Handel eben durch die Kreditklemme in Griechenland schwer belastet. Frau Spanos, Sie hatten auch Informationen geschickt darüber, über dieses Sperrkonto, was ich fragen wollte, dass die griechischen Staatseinnahmen vorrangig an die Gläubiger gehen sollen und eben nicht für Griechenland verwendet werden.
Da gab es doch auch Medienberichte am 9. März, dass da griechische Konten im öffentlichen Sektor dann abgeräumt wurden praktisch und zu einem zentralen Konto bei der griechischen Zentralbank gegangen sind. Welche Folgen hat das gehabt? Mrs. Banos, you have sent us pieces of information about this blocked account for the public revenues, and that on March the 9th, the money on public banking accounts has been taken away, has been collected to a central banking account at the Bank of Greece in order to give it to the creditors of the state. Which effects does this have? Well, this, right away, it takes the sovereignty away from a country. And, you know, Greece right now, there are too many surveys and reports that Greece has hydrocarbons and oil and natural gas and a lot of gold. In fact, there's so much gold in northern Greece that scientists and geologists predict that in 5 years, Greece will be the number one producing gold nation in all of Europe. So all this money from these minerals is going to go to this account, which is not going to be handled by the Greek people. And this is very suspicious. Okay. Ich versetze ja dieses zentrale Bankkonto, wo die Sperrkonto, wo die Staatseinnahmen draufgehen sollen, um die Gläubiger zu bedienen. Das ist ein tiefer Eingriff in die Souveränität, wie wenn man dem Land die Souveränität wegnehmen würde. Und was auch sehr misstrauisch macht, ist, dass es ausgerechnet der Zeit passiert, wo man große Mengen an Bodenschätzen in Griechenland entdeckt, im Norden Griechenlands große Mengen an Gold, sodass in 5 Jahren Griechenland zur Nummer 1 bei den goldfördernden Staaten in Europa gehören kann. Und auch große Mengen an Erdöl und Erdgas werden derzeit gefunden. Frau Spanos, inwieweit denken Sie, hängt die jetzige Behandlung Griechenlands zusammen mit den Rohstofffunden? Mr. Spanos, in how far do you think that there is a connection between the treatment of Greece and the findings regarding mineral resources? Can you repeat your question, please? I'm sorry. And how far do you think is there a connection between the detected mineral resources and the treatment, how the creditors are treating? Yes. I really believe it. I believe it in my heart. And as a citizen, because I'm a common citizen, the past 2 years, I have seen that our creditors are not giving the right recipe to Greece because they did not want us to succeed in the austerity program. And the reason I believe this is because it's a lot cheaper to buy oil in drachmas and sell it in Europe, in euro, than buy it in euro and sell it in euro. And that's why I said it's very suspicious. It does not take a scientist to understand that. Anybody can understand that. If you read the news every day, you understand it completely. Es braucht keinen Wissenschaftler, um zu sehen, dass wenn jemand die mineralischen Ressourcen günstig kaufen will, dass die ein Interesse daran haben, dass Griechenland aus dem Euro aussteigen muss, um dann an abgewerteten Landeswährung Drachme dann das Öl, das Gold, das Gas günstiger kaufen zu können. Und es scheint, als hätte man von Anfang an aus diesem Grund gar kein Interesse gehabt, ein Sparprogramm zu machen, was das Land auch schaffen kann und was es auch bewältigen kann. Um,
Why are there people starving at Greece? Warum hungern Menschen in Griechenland? Why are people starving? Okay, I'm happy you ask this. Not everybody is starving. I think before I give you some statistics, I think it's also propaganda from many left progressive parties to show the things are so tragic. What is the problem, though, is that there's too much unemployment and the prices for groceries are too high. So people are making cuts in everything they shop. You understand? But the senior citizens are starving. And this is because their pensions have been cut so badly and the medicine is so expensive that they do not know what to buy first, medicine or food. You understand? Es ist nicht so, dass jeder hungern würde. Vielleicht übertreibt es ist auch Propaganda, dass ein Teil der linken Parteien die Situation über noch tragischer darstellt, als sie wirklich ist. Aber das Problem ist, dass die Lebensmittelpreise hoch sind und dass man bei den Renten so starke Kürzungen gemacht hat und Kürzungen im Gesundheitswesen, sodass die Rentner nicht mehr wissen, ob sie zuerst Nahrung kaufen sollen oder ob sie Medikamente kaufen sollen. Und es sind auch viele Rentner, die hungern. Wie ist die Versorgung bei Langzeitarbeitslosen oder bei Unternehmern, die ihr Geschäft schließen mussten? Nutritional supply for long-term jobless people or for entrepreneurs who had to close their enterprise? Okay, I will give you some statistics. For instance, there was a report that was published recently. It's called The Condition of Youth in Greece 2012, okay? That says that more than 439,000 children in the country are living below the poverty line, okay? I don't think these numbers include the immigrants that are here. These are Greek citizens right now who are suffering because of the crisis. But I will give you more statistics if you want to translate that. Ich habe natürlich gefragt eben nach der Langzeitarbeitslosen Unternehmer und die ihr Geschäft geschlossen haben, wie es dort die Versorgungslage. Statistiken sagen, dass über 439.000 Kinder alleine unter der Armutsgrenze leben. Und hinzu kommen dürften noch viele Zuwanderer. Also vor allem auch Kinder und auch viele Zuwanderer sind auch die Menschen, die unter der Armutsgrenze leben. I will give you more statistics if you want. Yes, please. 37.1% of the people do not have heating in their homes. 37,1% können ihre Wohnung nicht heizen. 27.8% live in a very dry or very wet conditions. They don't have heat and there's too much humidity in the house. 20,8% leben sehr haben zu viel Feuchtigkeit im Haus. Also zum Beispiel Schimmelbefall. Also one quarter. 23.3% live in poor environmental conditions.
23,3% leben unter schlechten Umweltbedingungen. Wohnumwelt. 21% are in complete poverty. 20,1% leben in völliger Armut. And they live with less than 470 euros a month. Mit weniger als 420 Euro pro Monat. Can you give me an example? What can one do with 420 euros a month at Greece? Is it enough for living and for food? Okay, I will give you a very good example. To rent an apartment in Greece, in blue collar, which is a poor area, working class area, you need minimum 300 a month. Okay. Eine Wohnung zum Mieten in which town? Sorry. In okay. Which town? Let's say in Athens, in Piraeus, okay. Anywhere. In einem Arbeiterviertel, in einer griechischen Großstadt, zum Beispiel auch in Athen, braucht man als Monatsmiete, muss man mit 200 bis 300 Euro rechnen. Das im Vergleich zu 420 Euro, die ein Fünftel der Griechen 20,1% überhaupt nur im Monat zum Leben haben. And if you want to buy some milk, which in Germany costs 70 cents, 80 cents, I'm not sure. Here, because of the cartels, you pay 120, 130, and we are in recession. In Griechenland kostet ein Liter Milch zum Beispiel aufgrund von vermutlichen Kartellabsprachen, was man in Deutschland für 70 oder 80 Cent bekommt, kostet in Griechenland 1,20 Euro bis 1,30 Euro. Und das in einer Rezession, wenn sehr viel Kartellabsprachen spricht. Other statistic, how many people are starving? Wie viele right Menschen? Now, according to the official report I gave you from the university, from 11.2 million Greeks, 2.8 million do not have any money to live, meaning that's one in four Greeks. It means that they do have no job and do not get money from the state. So that nothing, they... nothing. 2.8 million are starving. That's one in four. Complete poverty. Es gibt 11,2 Millionen Griechen insgesamt. 2,8 Millionen leben in völliger Armut. Das heißt, sie haben weder ein eigenes Einkommen noch staatliche Leistungen zum Lebensunterhalt. One more statistic maybe I can give you. The IOBE, Foundation for Economic Industrial Research, confirmed these figures, and they expect this figure to rise to 30%. You mean complete poverty of 30%? Complete poverty, complete. One-third of the population in just 2 years of austerity. Complete poverty. Die ILBE-Stiftung bestätigt diese Statistiken, also 2,8 Millionen Griechen in kompletter Armut, und schätzt, dass der Anteil der Griechen, die in völliger Armut leben, also weder eigenes Einkommen haben noch staatliche Leistung zum Lebensunterhalt, auf 30% steigen wird. How many of these people are supported by their families, or if they're in Germany we have
on a a moment on a charity basis, and we have many food for long-term jobless people, which is distributed on a charity basis. Yes. These people are usually they usually eat food from charities, from soup kitchens. That's what they call them. Most of these people do, because in just the homeless people in Athens are over 20,000. If you check CNN reports, you will see that it's 20,000 now. It should be more, because it was 20,000 last winter. Ich hatte gefragt, wie diese Leute unterstützt werden, ob sie Unterstützung von ihren Familien bekommen, 2,8 Millionen in völliger Armut, oder ob es Wohltätigkeitsorganisationen gibt, die Lebensmittel verteilen. Und die meisten von ihnen überleben durch, durch Suppenküchen. Und allein in Athen gibt es 20.000 Obdachlose, aber das sind Schätzungen von letzten Jahr. Es werden jetzt dieses Jahr mit Sicherheit mehr sein. Wie sieht die Situation im griechischen Gesundheitswesen aus? How is the situation in the Greek health system? What did you say? What is the situation like in the Greek health system? Okay, the health system, that's a joke. The health system is the another very big problem, because if they're not striking, they are not giving out medicines, and the pharmaceutical companies are not giving even cancer patients their medicines. Cancer patients cannot find their medicines. They're going on television crying for their medicines. And people are donating medicine. It's incredible what's happening. They are not, because the state, the government owns the money. So, because the health system works with credit, and they have not been paid, so the pharmacies are striking, and they're not giving out medicines. Greek citizens have to pay their medicine and then get this money back maybe 6 months later, and that's if they have the medicine. Das griechische Gesundheitssystem, das ist finanziell überfordert. Einerseits, wenn die Beschäftigten, einerseits durch die Streiks im Gesundheitswesen, dann aber auch eben finanziell überfordert, was dazu führt, dass die Patienten ihre Medikamente erst einmal selbst bezahlen müssen und dann sehen müssen, dass sie das Geld von ihrer Krankenversicherung zurückbekommen, wenn sie es erstattet bekommen. Ich habe gelesen, dass bei den Kreditauflagen, die Griechenland am 24. Februar bekommen hat, dass Griechenland in erster Linie im Sozialsystem sparen soll und in zweiter Linie Behörden schließen soll und erst in dritter Linie beim Militär sparen soll. I have read in the credit conditions which Greece has got in February that the Troika wants Greece to austerity measures in first line in the social security sector, and secondly in the public administration, and only thirdly in the military, the army sector. Yes. How did this affect the health system? Good question.
I don't understand why they are hitting the health system first, okay? For obvious reasons. For the reasons I told you, people are actually suffering because of that. All the immigrants who come into this country from Iraq, Iran, all those countries, they have free healthcare. And Greek citizens have to pay. They even have to pay for the appointment they make with a doctor now. To call, you have to pay $2 a telephone call to book with a doctor. Okay? This is how bad it is. We pay, they get free healthcare. And this is hit first. The social... Oh, explain that and then I will tell you about the social okay. because, it's too much after. Okay. Es ist unglaublich, dass Sie zuerst auf das Gesundheitssystem zielen. Und es ist ungerecht, dass Immigranten wie zum Beispiel aus dem Iran, aus dem Irak und aus vielen anderen Ländern, dass die die Gesundheitsleistung kostenlos bekommen, aber die Griechen nicht. Und das muss man sogar schon bezahlen dafür, wenn man ambulant beim Arzt zur Sprechstunde geht. Selbst ein Anruf beim Arzt kostet schon 2 Euro Gebühren. Wie ist die Lage außer bei den Medikamenten bei anderen Gesundheitsdienstleistungen? Wie ist da die Versorgungslage? How is the supply with apart from medicaments? How is the supply with other healthcare services? Other healthcare services are slashed now. The social service, the social welfare state is dead. You know, there's hardly any benefits being offered to citizens anymore. It's dead. It's expenses for the state, and this is where they hit first. It was education and health and social welfare. Das Gesundheitswesen ist wie zerschlagen oder niedergeschlagen. Sozialstaat ist wie tot. Man hat sowohl das Gesundheitswesen als auch das Bildungswesen getroffen. Similar austerity measures also have been taken in the educational sector. Yes, many schools have closed. Many, many schools have closed. Teachers are taking more students in their classes. And many programs have closed as well. Many. Viele Schulen sind geschlossen worden. Viele Bildungsprogramme, die Klassen sind wesentlich größer geworden. The students have no books. Die Schüler haben keine Schulbücher zur Verfügung. Last year they had only photocopies, paper, Letztes no Jahr books. Hatten sie nur Fotokopien, keine Schulbücher mehr. 3 griechische Journalisten und ein griechischer Politiker haben beim Internationalen Strafgerichtshof eine Strafanzeige gemacht wegen des Verbrechens, wegen des Verdachts des Verbrechens gegen die Menschlichkeit, gegen die geschäftsführende Direktorin des Internationalen Währungsfonds, Christine Lagarde, gegen den Präsidenten der EU-Kommission, José Manuel Barroso, gegen den Präsidenten des Europäischen Rats, Herman Van Rompuy, gegen die deutsche Bundeskanzlerin Dr. Angela Merkel und gegen den deutschen Bundesfinanzminister Dr. Wolfgang Schäuble. Was glauben Sie, auf was
Beziehen Sie sich, wenn Sie den Verdacht haben, dass in Griechenland ein Verbrechen gegen die Menschlichkeit geschieht. Three journalists from Greece and a politician from Greece have filed a charge at the International Crime Court regarding a suspect of crimes against humanity. Yes. Against the person I've mentioned, Christine Lagarde, CEO of the IMF, against the president of the EU Commission, José Manuel Barroso, against the president of the European Council, Herman Van Rompuy, against the German Chancellor, Dr. Angela Merkel, and against the German Minister of Finance, Dr. Wolfgang Schäuble. What do you think? Why would they do this? Why do they think there is a crime against humanity taking place at Greece? Oh, because things are, I told you, things are so tragic that I'm sure Mrs. Merkel and Mr. Schäuble and Mrs. Lagarde and Mr. Barroso and all these people want what the best for Greece, but they are not looking at the people. They are looking at the numbers, and they are not following the European dream of solidarity. They are working for a bank, for money, and they are serving people with interests that are just money-based. And they are not serving the people of Europe, because all they had to do was take a walk on the streets and meet real people, not politicians, real people. And they would understand in 1 minute what tragedy they have created. They have created a tragedy here. That's why. Ja, Sie, Herr Spanas, ist sicher, Sie glauben, dass Sie das Beste wollen für Griechenland. Aber Sie schauen nur auf die Zahlen, Sie schauen nicht auf die Menschen und sind stark, wollen das Beste für die Banken. Und Sie sollten mal nach Griechenland gehen und sich mal die wirklichen Menschen in Griechenland anschauen, dann würden sie verstehen, was für eine Tragödie sie hier angerichtet haben. Das ist der Grund. Es scheint mir, dass das schlimmste Leid verursacht worden ist im Gesundheitssystem und dass das Gesundheitssystem am systematischsten seiner Geldmittel entzogen bekommen hat. It seems to me that the biggest damage has been caused in the health system and that the health system most systematically has been deprived of its funds. I think the biggest damage is the social welfare state, because it's all together. If you don't have proper education, you don't have the feeling of security. You don't have a state that is running right, okay, that serves the people correctly. You don't have a social welfare system that serves the people. It's common sense. You understand? Was ich eben ergänzen wollte, zu übersetzen, ist, dass nicht das Europa der Menschen ist, was die genannten Personen, Frau Dr. Merkel, dort tatsächlich vorantreiben. Ja, ich hatte gefragt bezüglich, ob die schlimmsten Schäden im Gesundheitswesen geschehen. Und es ist nicht nur das Gesundheitswesen, es ist der gesamte soziale Wohlfahrtsstaat, wo diese schlimmen Schäden errichtet werden. Es ist auch die Bildung. Es ist die Zerstörung, Schädigung eines Staates, der den Menschen dient.
A moment. Yes. How could a fair compromise look like? A compromise between the inhabitants of Greece and between the creditors of Greece? I'm so happy you asked a common citizen this question and not a bureaucrat. I think our European creditors and the IMF should really give Greece some time to implement some reforms that maybe some political parties, and for political reasons, did not do so. Okay? That's the first step. If you want to translate that, I'll tell you the next step. Frau Spanos ist glücklich, dass ich diese Frage an eine normale Bürgerin Griechenlands frage und nicht an Bürokraten. Und can you repeat, sorry? Yes, I said I think our creditors, including the IMF, should give Greece a little bit more time to implement these reforms, because they're asking to suddenly make a utopia of a country in 2 years. It's impossible, you know. Sie sollen Griechenland vor allem erstmal mehr Zeit geben. Was Sie dort in 2 Jahren von Griechenland verlangen, ist völlig utopisch. And other credit conditions which yes, are unbearable at all, no matter how much time they would give. My opinion, and I'm saying this in solidarity, and I hope that someone in from our creditors hears this on behalf of the Greek people, would be, I don't think it's solidarity to charge Greece, who is suffering right now, so much interest on the loans and the bailout loans it makes. I find this totally ridiculous, because this money cannot be paid back so easily. We will keep on owing money for the rest of our lives. It will take 2-3 generations to pay this money, and by then there'll be even more debt. It's non-stop debt. This is a ridiculous system. If true solidarity, if for instance Germany borrows the 0%, they should lend Greece 1%, not 4%. They're making money. This is not fair, and this is not solidarity. This is a company. Okay. Ich habe gefragt, ob es völlig unzumutbare Auflagen gibt, selbst wenn Griechenland mehr Zeit bekäme. Ja, es ist von der Menge der Schulden. Es ist völlig lächerlich, dass man das so schnell zurückzahlen soll. Es braucht 2 bis 3 Generationen, um das zurückzubezahlen. Und trotzdem würden die Schulden weiter wachsen. Und wenn Deutschland wirklich solidarisch sein will, Deutschland kann sich zurzeit das Geld mit sehr niedrigen Zinssätzen leihen, deutlich unter 1%, und dann könnte Deutschland das Geld, was es sich selber leiht, doch weiter verleihen an Griechenland mit 1%, dann macht Deutschland immer noch Gewinn. Das muss man doch nicht mit 4% Zinsen an Griechenland weiter verleihen. Can I say one more thing? Yes, please. Also, our European partners, especially our European partners, have to stop pointing the finger at Greece and calling Greeks lazy. You know, Greek people, they gave the world everything. They gave all the sciences, all the arts. Even the name Europe is Greek. Even the name Euro is Greek. We need the same respect, and we should be treated the same way. Just like our European partners, we should be treated as a partner, not as the bad boys of Europe. You understand? We
are not, it's not our fault, the people. It's bad government was our fault, yes, but not the people. Und die europäischen Partner sollten aufhören, mit dem Finger auf die Griechen zu zeigen und sie als faul zu bezeichnen. Griechenland hat Europa so viel gegeben, von der Wissenschaft bis zur Kunst. Selbst die Namen Euro und Europa kommen aus der griechischen Sprache. Und die Griechen sollten wie Partner behandelt werden, nicht wie die bösen Jungen Europas. Und es ist schlechte Regierungspolitik gewesen, aber es ist kein schlechtes Verhalten des griechischen Volkes gewesen. What would you say? Is there something which adapter country and inhabitants may never be deprived of, what may never be given to creditors? What do you mean, never give be given to creditors? What can one say? What no matter how many debts a country has, may not be yes. taken away from the country to the creditors. Oh yes, I'm happy you asked this because I remember Finland and Holland said something about putting the Parthenon on credit or something like that. Something ridiculous like that. You know, or or putting our the Acropolis, or I don't know, some crazy thing like that. I don't know if these stories are true. All I know as a Greek citizen is that this is insulting to us because, you know, we are Europeans just like you, just like the Dutch, just like the French, just like everybody. And we believe in a Europe of solidarity. And this is not a way to talk to someone who is falling down. You don't kick them to go down quicker. You have to help them to come up. You understand? Ja, ich hatte gefragt, was darf einem Land nie genommen werden, egal unabhängig davon, wie viel Schulden es hat. Und da haben einige der Gläubiger sind auf die Idee gekommen, griechische wichtige griechische Symbole wie Parthenon oder die Akropolis für Kredite zu verpfänden. Das verletzt die Griechen. Und die Griechen sind genauso Europäer wie die Deutschen, die Niederländer und die Finnen. Und wenn jemand stürzt, dann bedeutet, dann muss man den Menschen helfen und nicht auf einen Stürzenden treten. Also alles, was mit der Würde zu tun hat, da muss man stoppen. You mean to stop regarding everything which is connected to dignity? Absolutely, it's dignity because our former prime minister, Mr. Papandreou, did not give us any dignity. He did everything in his power to make Greece look not credible. Credible, and I think these were games with the markets. My opinion, okay. And this is very insulting because, you know, the Greek people, they're very proud people and they don't, just like any country, I'm sure, they don't like when you say something about their national identities, okay? Not because they're a better people. No. Nothing like that. They're the same like all Europeans, but because when you bring us to our knees in our pockets, you can't talk about our characters and say, look at the lazy ones and
they're no good and they're all corrupt and they're not credible people. This is a lie. People work just as hard here as they do in Germany. Ja, der frühere griechische Premierminister Papandreou hat Griechenland nicht mit Würde behandelt. Er hat Auffassung auch von Frau Spanos getan, was er konnte, um Griechenland weniger kreditwürdig aussehen zu lassen, hat eher im Interesse von Banken gehandelt als von den Griechen. Und gegen die Würde der Griechen. Die Griechen haben ihren Stolz wie jedes andere Volk auch. Man kann die Griechen nicht einfach lügen, dass sie faul wären, dass sie korrupt wären und diese Lügen über ein Volk verbreiten. Can I say one more thing? Yes, please. This is why I think there's been over 3,000 suicides, because there is no dignity in looking in the garbage for food. In Griechenland gibt es über 3,000 Selbstmorde. Und es ist entwürdigend für die Menschen, im Müll nach Essen zu suchen. Und das ist ein Grund für den Anstieg der Selbstmordrate in Griechenland. And I just also want to say there is no dignity in waiting to get food from a church or from a charity. There's no dignity. Es ist auch entwürdigend, wenn man nach Lebensmitteln anstehen muss bei einer Wohltätigkeitsorganisation oder bei der Kirche. So I think this is the biggest issue. That's why I told you it's the social. Because they kill this in the Greek population. This is what they killed. Sie haben einen Teil der Würde, sie haben das Soziale in der griechischen Bevölkerung getötet. Dann. Can I say one last thing? Sorry. Yes, okay. You know that even our own people, Greek Germans or Greek Americans or Greek Canadians, I'm Greek Canadian myself, even our own people, they've been fooled by the mainstream media saying that Greeks deserve this because they were lazy, because they lived beyond their means. This is all media propaganda. And the truth has to come out. This is not our fault. This is the fault of the banks for making bets. And this is the fault of very bad governments. Die ganze Propaganda gegenüber Griechen, dass sie über ihre Verhältnisse gelebt haben, dass die Propaganda beeinflusst sogar Griechen, die in anderen Staaten leben, wie in Deutschland, wie in USA, wie in Kanada. Frau Spanos kommt selber gebürtig aus Kanada. Und das ist nicht die Schuld des griechischen Volkes an sich. Das ist die Schuld von schlechten Regierungsweise. Und das ist die Schuld von Banken, die gewettet haben, dass die Situation jetzt so ist. Meine Thanks for the information. Vielen Dank für die Information. Wer sich weiter informieren möchte über Griechenland, auf dem Hellas Frappé-Blog gibt es täglich neue Informationen zu Griechenland und zu den Folgen der Wirtschaftskrise. Who's interested to get recent actual information? Just look at the Hellas Frappé blog, the blog of Mrs. Spanos. There you find many pieces of information on the effects of the Greek crisis. Vielen Dank, dass Sie in der Sendung waren. Und jetzt machen wir erst einmal wieder Musik. Herzlichen Dank.
sorry. And when I touch you, I'm touching your soul. Radio Jungle Drum ist noch einmal Volker Reusing. Ich war ja eben noch ganz schön bewegt, weil ich hatte es geahnt, dass es eine Menge Menschen gibt, die in Griechenland hungern, aber die Zahlen, wie viele Menschen hungern in Griechenland, habe ich das erste Mal gehört. Und ich empfinde es so wirklich als Doppelmoral, wenn in Libyen ein Diktator hunderte Menschen getötet haben soll und man fürchtete um das Leben von zehntausenden Zivilisten. Und hier sind in Griechenland 2,8 Millionen Menschen am Hungern. Man sagt, die Griechen seien faul und
Libyen wurde interveniert und hier frage ich mich, müsste da nicht wenigstens eine riesige Menge an Menschen sich schützend vor die Griechen stellen? Oder die UNO mit ihrer Menschenrechtsabteilung? 2,8 Millionen. Ja. Bitte schauen Sie auch nächsten Monat wieder rein. Wir werden auch dort wieder aktuelle und brisante Menschenrechtsthemen der Sendung Macht und Menschenrechte haben. Macht und Menschenrechte läuft einmal im Monat, bei Bedarf auch häufiger und üblicherweise immer am Donnerstag. Also die nächste Sendung dürfte am Donnerstag im November sein. Wir werden es rechtzeitig bekannt geben. Schauen Sie rein auf Radio Jungle Drum. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und noch einen schönen Abend.